Willkommen zurück zu Legend of the Tetrarchs. Im letzten Part haben wir ein paar Sidequests gemacht und wollen jetzt wieder zurück zu, Moment, wohin? Nach Schmiel, oder? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall dahin, wo das, ja genau, für den Moment ist, denn wir wollen mit dem Teleporter nach Aegis kommen und dort, was eigentlich machen. Ich bin mir gar nicht mal sicher, Moment. Ich habe jetzt den letzten Part vor einiger Zeit aufgenommen, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, okay, steht nicht da. Einfach nur noch Aegis erstmal, okay. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Der Weg war hier, oder? Zu den Simple Gates. So, hier oben, wenn es mich nicht täuscht. Genau, hier. Do you want to move to Garland Coast? Das ist das Einzige, was offen ist. Das heißt, ich muss hier hin. Ja, okay, hier bin ich richtig. Und wir sind bloß alleine mit den Menschen quasi und die Tetrarchs nicht dabei. Weil die halt zu auffällig wären mit ihren Flügeln. On the southern coast of these lands is a small port town. South. Ja, South Isle. Stimmt, das. Ja, hier haben wir damals mit Dings zusammen Siegfried das Gate aufgestellt. Ich erinnere mich. So. Jetzt sind wir hier. Ah, ja, ich erinnere mich an die Weltkarte. Genau. Okay. So, ich frage mich übrigens auch, wie lange das Spiel noch sein wird. Habe ich die Encounter an? Nur mal ganz kurz gucken. Ja, genau. Weil wenn wir jetzt hier bei Quests gucken, haben wir jetzt Quest, also Hauptquest 16. Und wenn wir bei Completed, da fangen die Nebenquests ab 36 an. Deswegen schätze ich mal, dass es 35 Hauptquests geben wird. Hätten wir jetzt halt noch nicht mal die Hälfte des Spiels. Und, ach, hier muss ich hin, oder was? Ich guck mich aber erstmal ein bisschen um hier. Und das würde ich echt ziemlich cool finden, weil dann wäre das Spiel um einiges länger als Bonds of the Skies und auch um einiges länger als vor allem Chronos Arc, weil Bonds of the Skies hat ja 25 Parts und Chronos Arc hat nur 20. Und wir haben jetzt hier 19 und sind halt noch nicht mal annähernd durch, sag ich mal. Also kommt schon noch einiges, schätze ich mal. Und das ist schon ziemlich episch, wenn man nachdenkt, wie lang das Spiel scheinbar ist. Und mir gefällt halt bisher auch echt gut. Es ist definitiv eins der besten Kempko-Spiele, die wir auf dem Kanal hatten bisher. Beziehungsweise das Beste wahrscheinlich. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Bonds noch besser finde. Also, ja, ich weiß nicht. Vom Kampfsystem her finde ich Bonds, glaube ich, besser. Klar, das ist prinzipiell eigentlich das komplett gleiche System, einfach nur draufhauen mit ein paar coolen Attacken und so. Aber, oh, das ist ein Punch, das ist okay. Bei Bonds war halt das Coole, dass du dir eben deine Skills selbst aussuchen konntest, quasi, wenn du jetzt, oder dass du jetzt, hast du jetzt quasi, meinetwegen den Kümauer zu dem Charakter zuweist quasi und halt mit dem Charakter die Attacken hast und man da halt auch viel taktischer vorgehen konnte und alles, und das fehlt mir hier so ein bisschen einfach. Hier hat man halt mit dem Charakter die gleichen Attacken, also ja, Quatsch, nicht die gleichen Attacken, aber halt zugewiesene Attacken quasi, die man nicht auswählen kann. Und das finde ich einfach schade, weil ich halt wirklich gerne irgendwie, ja, wechseln würde. Halt sagen würde, okay, das ist gerade nicht so cool. Müsste sie nicht noch Asagi wiederbeleben? Warum macht ihr das nicht? Ah, nee, Quatsch, nur, okay, weil die gleichzeitig gestorben sind, hat sie das nicht gemacht. Schade. Ja, egal, jedenfalls finde ich halt bei Bonds was ganz einfach cooler, wie man halt seine Skills zuweisen konnte. Beziehungsweise auch bei Chronos Arc, da konnte man ja auch mit den, wie hießen die Dinger nochmal? Diese Steine, sag ich mal, die man halt den Charakteren zuweisen konnte,
konnte man quasi auch, oh cool. Konnte man quasi auch zuweisen. Ja, du bekommst jetzt die Attacken und du das. Und das hat halt zusätzlich noch ein Jobsystem. Bonds of the Skies. Und das war halt auch richtig cool, weil eben jeder Job halt andere Attacken hatte und so. Und das war einfach ein bisschen spannender als das hier, finde ich zumindest. Deswegen vom Kampfsystem her fand ich beide, also Chronos Arc und Bonds of the Skies, jeweils besser. Aber ja, ich will jetzt nicht irgendwie große Reden schwingen. Sind trotzdem alles coole Spiele und von der Story her ist definitiv das Spiel das Beste. Hat sowohl die beste Story bisher als auch die besten Dialoge. Ich fand die am Bond of the Sky schon ziemlich cool, aber hier sind die halt noch cooler. Oh, hier ist wahrscheinlich eine Forschungsanlage von Misari oder was? Wie sieht das so aus? Auf der Overworld. This doesn't feel like a place that anyone can just enter freely. Let's see what we can find out in the town. Gut, dann halt nicht. So, und ich bin nochmal gespannt, welche Teammitglieder wir noch bekommen. Ja, Teammitglieder wir noch bekommen werden, so neben den jetzigen. Vielleicht sind sie auch schon alle, aber da eben noch Platz ist, denke ich das ehrlich gesagt nicht. Also, ganz ehrlich, Leute, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass am Ende halt noch neben den anderen Tetrarchs auch irgendwie noch Dings ins Team kommen wird, der Dunkelheits-Tetrarch, ich habe vergessen. Ishbill, genau. Ich kann es mir echt gut vorstellen, dass noch irgendwie ein Plot-Twist kommt von wegen, ja, okay, ich helfe euch jetzt wegen irgendwas, keine Ahnung warum. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Misari ins Team kommen wird noch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Am Ende stimmt es wahrscheinlich gar nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie, so wie sie halt aussieht, sagt man, sie kommt ins Team. Allein, dass sie eben so ein eigenes Artwork hat, was ja eigentlich meistens nur die Team-Charaktere haben. Wobei, der König von Aegis hat ja, glaube ich, auch ein eigenes Artwork gehabt. Und der wird wahrscheinlich nicht ins Team kommen, deswegen ist es kein Kennzeichen dafür, dass die Charaktere wirklich ins Team kommen. Aber das war bisher halt immer bei den anderen Chemco-Spielen, so die wir gespielt haben. Bei Chronos Arc und bei Bonds. Deswegen, wer weiß, vielleicht ist es hier auch so. Aber ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir das Endgame gut vorstellen, so als krassen Plot-Twist halt. Dass irgendwann Misari sagt, ja, ich wollte eigentlich nur meine Forschung machen. Jetzt habe ich die gemacht und jetzt würde ich auch gegen den König gehen oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich. Oder vielleicht laufen ihre Experimente irgendwann so krass schief, dass sie Schuldgefühle hat und irgendwie uns helfen möchte, um das wieder wegzumachen quasi. Boah, das ist Quatsch. Das wieder gut zu machen, meine ich. Keine Ahnung. Vielleicht labere ich auch gerade den kompletten Mist und das ist am Ende gar nicht so. Aber ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass sie auch ins Team kommen wird. Ja, und halt dann noch die vier Tetrarchs. Das heißt, wir hätten am Ende 6 Menschen und 4 Tetrarchs. Oder, um das halt ausgewogen zu halten, wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwann ein richtig krasser Plot-Twist, dass es in Wahrheit noch einen 5. Tetrarch gibt oder so. Irgendeiner, der bisher geheim gehalten wurde, oder was weiß ich, einer, der jetzt noch neu entsteht, quasi, sag ich mal, so im Nachhinein quasi als Hedgehog irgendwie entsteht, was weiß ich, und dass der dann quasi noch ins Team kommt oder so, dass man quasi 5 Hedgehogs und 5 normale Menschen hat, sag ich mal. Wer weiß, könnte alles passieren, ich habe keine Ahnung. Vielleicht labere ich gerade den kompletten Bullshit, aber vielleicht predikte ich auch gerade einfach die Zukunft, sag ich mal. Aber allein da eben noch Platz im Menü ist für Charaktere, bin ich mir wirklich zu 90% sicher, dass noch, irgendwer ins Team kommt, definitiv. Es ist eben bloß die Frage, wer. Aber das werden wir dann irgendwann schon rausfinden. Jetzt geht's erstmal in die Stadt, würde ich sagen. Nachdem wir die ganzen Gegner ja vernichtet haben.
So. Aber ich habe auch noch einige andere Kenpo-Spiele in Planung für den Kanal hier. Ich weiß nicht, wann die kommen werden, aber ich habe noch einige, die ich spielen möchte. Als nächstes werden wir wohl ein paar auf dem 3DS spielen, weil es da auch einige gibt, die mich interessieren. Und deswegen gucken wir uns dann wohl die an. Zum Beispiel, oh, wie hieß das? Chris Cerino heißt das Spiel, glaube ich. Das sah ziemlich cool aus in dem Trailer. Und was mich da interessiert ist einfach, dass da am Ende vom Trailer da stand, irgendwas von wegen, die Freundschaft zwischen den Charakteren beeinflusst das Ende. Dass man quasi irgendwie, je nachdem, wie die Charaktere scheinbar befreundet sind, das kann man bestimmt mit irgendwelchen Sachen beeinflussen, dass man da eben andere Enden bekommt. Und ich mag es ja, wenn Spiele verschiedene Enden haben. Und deswegen bin ich gespannt, wie die das umsetzen. Es ist übrigens auch ein Spiel von Hitpoint. Also, Chemco, aber Hitpoint wieder. Es gibt ja auch noch andere Entwickler, die für Chemco entwickeln quasi. Aber von denen haben wir bisher noch nichts gespielt auf dem Kanal. Wir hatten eben bloß Bonds, Chronos Arc und das jetzt hier. Aber mal gucken, was noch alles kommt in Zukunft. Ich habe jedenfalls noch Lust auf viele weitere Kenpo-Spiele, weil ich die halt echt nett finde. Es sind einfach so kleine Zwischendurchspiele, die man so reinschieben kann, sag ich mal. Das macht Spaß. Wobei das hier ist, wie gesagt, schon um einiges größer als so ein kleines Zwischendurch-Reinschiebespiel. Bei Bonds und Chronos Arc war es halt schon so, aber das Spiel wirkt halt auch einfach größer, finde ich. Weil bei Bonds of the Skies konnte man ab Part 20 schon so fühlen, ja, da geht's auch bald gegen Ende zu, und bei Chronos Arc war halt Part 20 am Ende. Aber hier fühlt es halt null nach Ende an, weil eben noch voll viel in der Story ungeklärt ist und wir auch noch nicht die ganze Weltkarte bereist haben und wir eben noch nicht unser volles Team haben, sag ich mal. Deswegen sind wir noch lange nicht am Ende, glaube ich. Aber egal. Gehen wir weiter. This town is right on the edge of these lands, but even so it's pretty bustling. Garland has broad lands and fertile souls. There has been rapid development, but there are still lots of old buildings. Even the remote regions are busy with people visiting to see the sites. The fishing industries are developed, and there are lots of mines too. The food here is good as well. I'm looking forward to that. Hey, we're not here for sightseeing, you know. What are we gonna do here? Did you forget? We're gonna use the underground tram to get into the Kingdom of Aegis. Where is that underground tram then? That's what we wanna find out in this town. So let's move to a spot where it'll be easier to get information. Klingt nach einem Plan. Erstmal gucken wir uns die Stadt hier an, würde ich sagen. Oh Gott, 25 Quests, natürlich. 5 Quests, würde ich sagen. Underground Tram. Und 4 neue, das heißt wahrscheinlich wieder irgendwelche Gegner, die ich besiegen muss, oder? Garland Region. Mine, okay. Hallöchen. This is Redport and Garland. You've come here at an excellent time. The economy is especially good now and the town is very busy. Garland is such a rich kingdom where freedom of spirit is important. I hope you guys also feel freedom in this town. Ich hab heute scheinbar wieder irgendwie verlernt zu lesen oder so, es tut mir leid. Oh Gott, Waffenladen. Hier werde ich, glaube ich, viel Geld lassen. Ja, definitiv. Okay, Bastards Wort ist für 3 Leute. Gruppe bei Dings gerade nicht da ist, deswegen kaufe ich das für ihn mal nicht. So. Oh Gott, so viel Zeug hier. Und schon habe ich kein Geld mehr. Okay, alles klar. Itemperchise 40. Wenigstens bekomme ich 10.000 Gold, das kann ich auch sehen lassen, auf jeden Fall. Eigentlich Strength and Equipment. Irgendwas, was ganz gut ist. Nee. Das hatte ich für ihn gekauft, oder?
Wobei, der Power Cloak gefällt mir für ihn eigentlich viel besser. Muss ich mal sagen. Auch wenn die Defense gar nicht so hoch geht, aber den nehme ich bei ihm. So, ja, das passt schon. Ja, jetzt habe ich keine Ausrüstung mehr. Okay, alles klar. Wobei, Waffen war noch bei irgendwem. Du hattest eine andere Waffe bekommen. Ja, die HP gehen ein bisschen runter. Was soll's, ist mir jetzt egal. Ja, ist schon besser, würde ich sagen. Das ist definitiv besser. Nee, um 8 Punkte ist mir das zu wenig, was anders steigt. Ja, die Crit-Rate geht bei ihm zu sehr runter. Gut, hier geht's raus wahrscheinlich. Richtig geraten. Wobei, ich will mal ganz kurz, nur zu meiner Befriedigung, einmal schnell eine Runde über die Weltkarte laufen, aber ohne Gegner. Ich muss gucken, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Es tut mir jetzt leid, aber ich muss kurz gucken hier. Wie geht's eigentlich jetzt hier wieder raus? Weil hier muss doch irgendwo... Hier, ah ja, okay, der Strand einfach. Okay, alles klar, ich verstehe. So, hier ist hier noch irgendwas übersehen eventuell. Ich habe keine Ahnung. Das könnte halt sein. Ich muss alles überprüfen. Ihr kennt mich. Und wenn ich jetzt die Gegner ausgemacht habe, ist das viel angenehmer. Vor allem war ich halt hier oben noch nicht wirklich. Ob hier noch irgendwas ist. Wobei, hier geht es gar nicht weiter. Okay, alles klar. Und hier war, glaube ich, auch irgendeine Blockade oder so. Genau, hier gehen die Berge. Ja, okay, alles klar. Das heißt, hier kann gar nichts mehr sein. Außer ich bin blind oder so, keine Ahnung. Das könnte auch gerne sein. Nicht gerne. Ja, genau, ich bin gerne blind. Nein, das könnte auch eventuell sein, würde ich sagen. Nicht gerne. Ich weiß nicht, wie ich auf gerne komme. Egal. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Stadt und erkunden die weiter. Ich muss noch mal kurz eine Runde laufen. Ich muss mich, ja, damit zurechtfinden, dass ich alles habe. I came to this town 2 years ago. I experienced the burning love here. Please listen to Desert Mermaid. In the burning heat of the sun's rays, you're just like a tropical fish. Your fascinating smile seduces me. You sand-colored angel. Okay, klingt ja schon mal ganz okay, würde ich sagen. Muss noch ein bisschen dran arbeiten, dann könnte das ziemlich cool werden, das Gedicht. I'm a Kraken. I drag bad kids into the sea. Wait! Stop that, I didn't do anything bad. Tja, scheinbar doch. Übrigens, ich muss mich noch mal ganz kurz korrigieren zu einer Aussprache von einem Wort. Ich meine, ich bin ja eh nicht der beste Englisch-Vorleser. Ich kann zwar verstehen, was die ganzen Charaktere ja so von sich geben. Also ich weiß, worum es geht und alles. Klar, ich Englisch verstehen bin ich ziemlich gut, aber halt Englisch lesen und sprechen und so ist nicht so meine Stärke, würde ich sagen. Ja, ich habe immer die ganze Zeit Antibodies gesagt, statt Antibodies. Das heißt aber Anti, nicht Anti. Ich dachte irgendwie, das heißt Anti. Keine Ahnung, woher ich das hab. Nicht das Pokémon. Haha, wie witzig. I'm traveling around various kingdoms. The food in this kingdom is really delicious. It's a wonderful place. But if you're walking around Garland, it's a good idea to make local friends. People of this kingdom really do choose the way of life that suits them so freely. That's true, even if an occupation they wouldn't get praised for. That's why if you're sightseeing, it's safer to have a local guide. Ja, wir sind aber eh nicht da zum Sightseeing. Wir sind wegen wichtigen Aufgaben hier. Nämlich das Zeug hier finden, cool. So, was gibt's in der Bar noch Schönes hier zu finden? Hallöchen. I ran out of my home in Aegis, just like I was leaving home, gotten
got on the tram and came here. I mean, this kingdom's so good, everyone lives so freely, just as they want to. What about you guys? You wanna go to Aegis by tram? There's a tram running, but moving from Garland to Aegis is difficult. It's not like the other direction. The checks are strict and there aren't so many trams. That's one of the things I hate about the Kingdom of Aegis. The tram that goes to Aegis carries ores and gems more than people. Okay. I'm gonna propose to my girlfriend. Ist sie das hier gegenüber oder was? If you go west from here, there's a mine that's only recently opened. A gem merchant friend of mine said there should be high quality diamonds in that area. I'm gonna have him sell me one for a good price. Then I'll order a ring. I hope my girlfriend will like it. Wo ist eine Mine bitte? Das Gebäude, was ich vorhin gefunden habe, wo ich dachte, dass das sei irgendwie ein Gebäude von Misario oder so. Ist das eine Mine oder was? The mine opened in the west has been mined to a huge depth. There's even a train running there, but it's really deep, so I guess it's not for transporting people. It was built to send ore and gems to whatever to Aegis. Aber warum kann man dann von Aegis mit der Bahn rüberfahren? Das hat auch keinen Sinn. Beziehungsweise mit der U-Bahn, wie auch immer. So. Alles klar. Welcome on Night Seikos. Ja, natürlich. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Du bist schon ziemlich geldgeil, oder etwa nicht? Holy shit. Aber okay, ich mach das für einen Treasure, deswegen. Ja. Machen wir das mal. Gut, apropos. Habt ihr euch schon geredet, oder? Genau. Gab es im Itemladen jetzt noch einen Treasure? Falsche Richtung? Hier drüben war der. Gab es hier einen Treasure zu kaufen? Wenn ja, würde ich den mitnehmen, ja. Aber der ist definitiv zu teuer. Da müssen wir kurz was verkaufen. Also doppelt haben wir eventuell das hier weg. Wobei, eigentlich kann er alles weg, was Müll ist, sag ich mal. Prinzipiell. Oh, hier ist was Neues. Ach so, das ist der andere von Siegfried gewesen. Okay, alles klar, ich verstehe. Das ist nice. Lucky Deity. Wir haben voll gute Ringe hier scheinbar. Und ich rüste die gar nicht aus. Ach, 16.000, ups. Ja, dann kann auch hier irgendwas weg. Na, was weiß ich. Ja, die wäre eigentlich... Ja, ich hau jetzt einfach die weg. Auch wenn ich die irgendwie ausrüsten wollte, ist mir egal. Ich will den Treasure lieber haben, weil das Geld kann ich immer wieder reinholen, sage ich mal. Es war zwar jetzt dumm, das überhaupt zu kaufen, sage ich mal, aber was soll's, ist mir jetzt egal. So. Hier ist... Auf der Karte sieht's so aus... Als könnte man in das Haus rein. Wo bitte? Das sieht so aus, als wäre... Ah ne, jetzt einfach nur das Dach hier, was da eingezeichnet ist. Ich dachte, das wäre das Innenleben von dem Haus, aber es ist einfach nur das Dach, glaube ich. I see. Okay. Hier waren wir noch nicht drin. Does he just really intend to fight against the firmament? Sieht so aus. I don't understand difficult matters, but if that's the case, won't we also be attacked by the firmament? We provide supplies to Aegis after all. Ah, das wäre doof. Was hast du hier? Sieht aus wie irgendwas zerstückeltes. The warlike stance of Aegis is becoming stronger and stronger. It's a fact that Garland, which exports materials, is benefiting. But thinking of my grandchildren, there is no treasure that can beat peaceful times. We shouldn't forget that we have a duty to pass on to that treasure to the following generations. Was ist das hier? Beach Sand Glass, okay. Oh, Geld. Hätte ich gerade mal gebrauchen können in den Laden, aber was soll's. Also in der Bar war ich drinne. Beziehungsweise in dem Inn hier war ich auch drinne, glaube ich. Ja, wobei, nee.
So, hier haben wir was Cooles zum Sammeln. Ja, toll, das ganze Geld bekomme ich jetzt wieder rein, was ich vorhin eigentlich ausgegeben habe. Was soll's. So, und jetzt waren wir als einziges hier noch nicht, glaube ich. People from Tivol tend to enjoy meals more than people from Aegis. That's why up until now there has been much seafood exported to Tivol, but there has been pressure from Aegis, and now exports to Tivol have been reduced to the smallest amount possible. However, in place of Tivol, Aegis buys the products at a good price, so there's no problem. Okay, cool. Let personal feelings get in the way of work and nothing good will happen. Trading with the unfriendly soldiers of Aegis isn't so good. It's much easier to deal with the friendly merchants and fishermen of Tivol. Okay. Alles klar. So, und die geht's wieder raus. Dann schätze ich mal, muss ich jetzt in diese komische Mine. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt noch hin. Haben dann da bestimmt noch irgendwie ein Einführungsgespräch, wo die Charaktere sagen, ja, das ist die Mine, hier müssen wir irgendwas machen. Und dann geht's im nächsten Part in der Mine weiter. Würde ich sagen. Ich hoffe, ja, ihr habt da noch viel Bock drauf wie ich, aber erstmal nehmen wir uns jetzt Zeit und besiegen die Gegner, würde ich sagen. Wenn ihr euch am besten nicht bufft. So, haben wir die Leben alle noch, das ist voll doof. Die leben alle noch, voll uncool. So. Sehr schön. Dann jetzt mal einmal Chloe das Wasser vielleicht. Ja, sehr schön. Die geben auch ganz ordentlich EP, finde ich. Kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Ja, das sieht halt null aus wie eine Mine, aber das wird scheinbar sein, oder? Ja, die Sequenz kennen wir schon so ziemlich. This doesn't feel like a place that anyone can... Oh. Could this be the mine? In that case, it's likely that there... that the trams to transport the ore to each just run somewhere around here. Let's go in and look for it. But can you really go inside this place? It's a mine, so of course it's possible to enter it. The question is whether we can go inside without there being trouble. What? You're checking out? Unless we get on the tram from the mine, we won't be able to get into the Kingdom of Aegis. Let's get prepared. But if we're gonna sneak into Aegis, we can't afford to cause trouble here. Use your head a bit. This was a wasted journey. Unless we wanna cause a commotion, we shouldn't stay too long. That's right! Maybe we shouldn't have come until we had a plan for getting in. We need some more detailed information about the mine. Let's go and get some info on the town. Nochmal, ernsthaft? Okay. Wow, jetzt geht die Story heute ziemlich schnell vorbei, scheinbar. Ja, so viel zu das Spiel ist noch ziemlich lang. Ja, okay, nächsten Part geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt mehr Legend of Tetrarchs. Bis dann, ciao, euer V-Road, tschüss.